und zwar mit einem Video, was ich schon ziemlich lange machen wollte, und zwar dem Ein-Wort-Tag. Ich habe nämlich selbst immer sehr viel Spaß daran, mir solche Videos anzusehen, und ich finde, man erfährt da immer Sachen über die anderen, die man sonst nicht erfahren würde. Also fangen wir gleich mal an. Wo ist dein Handy? Nachttisch. Dein Partner. Deine Haare. Deine Mama. Couch. Dein Papa. Couch. Dein Lieblingsgegenstand. Bücher. Dein Traum von letzter Nacht. Weird. Dein Lieblingsgetränk. Multivitaminsaft. Dein Traumauto. Keins. Der Raum, in dem du dich befindest. Zimmer. Kinderzimmer. Schlafzimmer. Dein Ex. Okay. Deine Angst. Dunkel. Was möchtest du in 10 Jahren sein? Erfolgreich. Mit wem verbrachtest du den gestrigen Abend? Tanzgruppe. Was bist du nicht? Nachtragend. Ich glaube, nachtragend ist gut. Das letzte, was du getan hast. Geduscht. Was trägst du? Kleidung? Dein Lieblingsbuch. Zu viele. Das letzte, was du gegessen hast. Nudeln. Dein Leben. Okay. Deine Stimmung. Gut. Woran denkst du gerade? Nichts. Was machst du gerade? Video. Dein Sommer. Freunde. Was läuft in deinem TV? Serien. Wann hast du das letzte Mal gelacht? Heute. Das letzte Mal geweint? Weiß nicht. Schule? Okay. Was hörst du gerade? Meine Uhr. Liebste Wochenendbeschäftigung. Festivals. Traumjob. Weiß nicht. Dein Computer. Da. Außerhalb deines Fensters. Wintergarten. Bier? Ja. Mexikanisches Essen. Keine Ahnung, hab noch nie mexikanisch gegessen. Winter? Geburtstag. Religion? Na. Urlaub? Ja, bitte. Auf deinem Bett. Bettzeug. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es mal wieder wahnsinnig Spaß gemacht zu drehen. Und da ich jetzt auch endlich eine vernünftige Kamera habe, nachdem meine kaputt gegangen war, werde ich jetzt auch definitiv wieder regelmäßig Videos machen und hochladen. Wenn das so klappt, wie ich es mir vorstelle, dann wird mindestens einmal die Woche ein Video kommen. Jetzt vor allem gerade in den Ferien wird wahrscheinlich sogar mehr kommen. Und ja, bis zum nächsten Mal.